Jahu, hallo und herzlich willkommen zurück mit Freddy Farkas und dem drei schrecklichen Let's Playern. Den drei Ja. Und das auch noch Rauchenden und den drei Leon. Katzenversklavten. Ja, hier, wir schauen uns mal an, was da offen. Hier, pass auf, Freddy, Indianer. Nee, Moment mal, das hier ist ein Inder. Ein echter Inder aus Indien. Cool. Ein Inder sitzt auf einem Ameisenhaufen, umgeben von einem Schwarm Ameisen. Er sieht aus, als wäre er in der Falle. Er tut dir leid, wenn es nur einen Weg gäbe, ihm zu helfen. Ja, komm, Oh. wir können ja mal mit dem reden. Also, Neku, du bist jetzt Freddy und Slomi ist der andere. Hallo Fremder, ich habe dich noch nie in dieser Gegend gesehen. Ich weiß ja, es geht mich nichts an, aber warum sitzt du auf einem immer noch bewohnten Ameisenhaufen mitten in der prallen Sonne dieser Steppe? Das fragen wir uns auch. Ja. Oh, mein höfischer Mann, ich bin nur ein müder Reisender aus einer weit, weit entfernten Land, der hier herumgurken, um zu probieren, aus heiligen Kräften von Mineralquellen liebige. Oh Oh, der Gott. ist aber schön, oder? Ja. Mitreisende Meinige in Postkutschen haben behauptet, dass sie genervt von übertriebenen Wortreichtum-Meinigen und Hang-Meinigen zur Umständlichkeit und haben mir aus Absichtlichkeit das abgesetzten Touristen immer noch auf diesem Naturdenkmal mitten in Landschaft ihriges. Das hast du aber schön ausgedrückt. Gottes Willen, die gewusst haben voll genau, dass ich nix wiederkommen runter hier allein aus Gründen religiös. Wie grausam diese Yosemite-Touristen doch sind. Ich heiße Freddy Farkas. Mir gehört die Apotheke hier in Korsgold. Wie geht es Ihnen, Mr. Farkas? Mein Name heißt Srini Lakal. Na, Kaka-Bagnisch. Egal. Entschuldigung. Denkst du bei dir, ich habe ja schon lang in Erwägung gezogen, mir einen loyalen indischen Assi zuzulegen. Ich suche einen neuen Assistenten für meine Apotheke da unten. Würdest du einer Umsiedlung dorthin unter Umständen zustimmen? Weißt du, in Korsgold findet man noch zu vernünftigen Preisen eine Wohnung und außerdem scheint fast immer die Sonne. Naja, nicht eigentlich, aber doch vielleicht. Vielleicht wollen doch, aber können Sie leicht sehen, bin ich sehr beschäftigt gerade im gegenwärtigen Moment. Ich sei hier und stehe in die Mathe total mäßig. Was ich können machen? Hast du schon mal daran gedacht, herunterzusteigen und wegzugehen? Ich? Dass ich nichts unmöglicher sei, das Leben sei heilig, wenn ich bewegen mir zweifelsohne verletzen ich einige von den kleinen sechsbeinigen Lebewesen diesige. Bin ich mich sicher, bald jemand komme mir zur Hilfeleistung. Ich werde sehen, was ich tun kann, Srini. Ja, wir haben ja zum Glück, ne, weil wir in Adventures ja immer alles einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Schaut mal, was wir hier haben. Eine Leiter. Und der täppelt da über die Ameisen drüber. Ich hab's, Rini. Ich weiß jetzt, wie ich dir helfen kann. Auf geht's, Partner. Steig herunter. Wow, das sei aber zu viel für Gleichgewicht, meiniges. Komm, du bist ein Inder, du kannst das. Ja, toll. Oh Du hast es geschafft! Juhu! Okay. Oh. Jetzt komm, ich weiß Sorry. gar nicht. Ha, der Orange, wie süß! Oh, danke, Mr. P. Sie mir haben gerettet Leben. Nenn mich bitte nicht so! PCC. Mr. Danke P. nochmals, Mr. Fred. Sei ich so viel dankig. Oh, dankbar genug, dass du die Assi-Stelle annimmst.
die ich vorhin erwähnt habe. Ich könnte wirklich ein bisschen Hilfe im Laden gebrauchen. Wäre mich große Ehre. Womit ich fange an? Oh Mist, ich wollte die Leiter wieder mitnehmen. Ah ja, und so hat sie noch der Freddy wieder auf dem Weg zu seiner Apotheke gemacht. Und da wenig dankbares Rini Lalkaka backt nicht, ist ja noch klarer wie ein Jungs Handel. Handel. Schaut fast so aus, als wenn da Freddy nicht nur einen Neger für seine Apotheke gefunden hätte, sondern auch nur einen guten Freund. Okay. Also habe ich daran gedacht, einen Assistenten holen zu holen, der mir im Laden hilft, sauber machen und was sonst noch so anfällt. Wärst du interessiert? Oh, ich werde der höchst dankig, dass Sie sich beugen herab, mir zu geben, solche Position. Sie würden sich auch bereit sein, zu anbieten, bestimmte Form von Bezahlung. Das muss ja kommen. Costa Quanta? Du kriegst 10 Pfennig am Tag und so viel Räucherschokolade, wie du essen kannst. Das ist okay. Hervorragend. Wie heißt du nochmal? La Caca. Trini, La Caca, Bagdini. Aber Sie nicht können sagen Trini und ich Ihnen sagen Freddy. In Ordnung? In Ordnung, gehen wir sonst, Trini. Ich will, dass du da rausgehst und die Hautlotions ein bisschen nicht hintrabierst. Wir haben zwar vorübergehend zu, aber früher oder später machen wir wieder auf und dann sollte alles fertig sein. Hautlotion. Was aus sein, Freddy, ich mache mich sofort der Hunde. Na gut. Wieder mal gründet. Okay, sehr schön. Ich will meine Leiter wieder haben. Oh. Die gehe ich jetzt erstmal holen, als allererstes. Ich weiß auch, was das nächste Problem ist, aber ich gehe jetzt erstmal meine Leiter wieder beschaffen. Das geht ja mal gar nicht, oder? Pass auf den Laden auf, Srini. Ich muss los, um mich um die Gerechtigkeit zu kümmern und so. Alles klar gebongt. Ja. So, komm, wir holen uns erstmal unsere Leiter wieder. Ich wollte die mitnehmen oder waren die schon in dieser blöden Apotheke hier? Das ist ja mal doof. Oh, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Aber ich glaube, da kommt dann auch noch was richtig Nettes, Lustiges. Hat einer von euch jemals King's Quest 5 gesehen oder gespielt? Ja. Aber schon eine Zeit lang, ja. Ja. Weil, das macht nichts. Kannst dich bestimmt an die eine prägnante Figur erinnern, die damit spielte. Ist nicht King Graham. Sondern diese Eule. Ach so. Diese nervende Eule. Cedric. Ja, genau. Ja. Oh, mach. Gehst du. Oh, das sieht blöde an. Mann. Ja, ich weiß, vor allen Dingen weiß man auch immer nicht, wo man jetzt genau hinklicken soll. Oh, so. Ich drehe es mal noch ein bisschen schneller hier. Ja, genau, das hatten wir schon. Das rede ich jetzt nicht nochmal. So. Und ich will jetzt meine Leiter wieder haben. Das guck mal, wer da kommt! Cedric! Wirkt verloren und völlig fehl am Platze unter der heißen Wüstensonne. Hey Cedric, was machst du denn hier? Hey Duda! Wer sagt das? Ich warte hier, ist es da draußen gefährlich? Aber irgendwann, wenn jetzt zurück. Okay, ich will aber meine Leiter wieder haben. Cedric sagt nichts. Ich find's nur lustig, dass da Cedric sitzt. Aus King's Quest 5. Nee. Okay. Kann man den mitnehmen? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich will den ja runterschmeißen. Das ist das Teil, das die ganze Brücke zusammenhält. Oh Gott. Nein, da sind wir... Okay, alles klar. Gut. Und wir können Cedric nicht mitnehmen. Das ist schade. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, dass Cedric da sitzt aus King's Quest 5.
Wie immer der da hingekommen sein mag, wir wissen es nicht. Ja, ist gut. Wenn du Cedric nicht kennst, Lomi, dann empfehle ich dir mal unseren Let's Play Together King's Quest 5 ganz... Oh, ja, ganz ich anders. Irgendwann mal dazukommen. Irgendwann. Ja, ja, okay. Weil das ist so ziemlich der nervigste Helfer, außer Uki und Orbi in Wien, den es jemals gegeben hat. Furchtbar. So, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück, aber ja. Ich wollte jetzt schon meine Leiter haben. Denn dann können wir uns an die nächste Aufgabe machen, die uns leider keiner sagt. Also da muss man rumwandern und alleine drauf kommen. Wenn man es nicht weiß, kann das nämlich echt eine Weile dauern. Kann man mit dem reden hier? Hoppla. Nö. Okay, dann nicht. Gut. Was sagt uns nämlich keiner, was wir jetzt... dass jetzt irgendwie der, was passiert ist. Die anderen Maler haben es uns gesagt und jetzt irgendwie nicht. Na gut. Okay. Guck mal, hier auf der Schaukel schaukelt keiner mehr, weil wir den armen blöden Blagen die Gleiter geklaut haben. Mhm. So. Gut. So, schaut mal. Und hier stehen sie. Ich habe da irgendwann mal gefragt, ist das ein Klo? Na, nee, hast du eine solch lange Schlange vor einem Klo gesehen? Irgendwas scheint in den Schüsseln Quarzgolds zu verfaulen. In der Tat. Komm, wir reden mal mit den allen hier. Sag mal, kann einer von euch denn Madison? Keiner lacht. Und sie hier? Sie kann ich nicht hören, weil es mir unter dem Magen-Darm-Trakt fürchterlich ruht. Okay. Und er hier? Wie's? Hey Jungs, seid ihr okay? Alles, was du als Antwort bekommst, sind knurrende Mägen sowie gurgelnde Därme und Schleusen, die darauf brennen, sich zu öffnen. Okay. Nee, sprich nicht mit ihm. Press. Okay. Ja, es steht auch gleich wieder eine Medizinmixerei an. Das kann dauern. Scheint, als wollten die ihre unteren Bauchmuskeln trainieren. Gleich zerreißen sie den Captain. Weder du noch ich noch sonst irgendjemand in diesem Universum kann das verhindern. Aber ich wundere mich, dass wir mit keinem von denen reden können hier. Nee, keiner lacht. Nee. Nee. Und der da? Nee, auch nicht. Also die haben offensichtlich ein Darmproblem. Und wenn die hier so nah an diesem Wasserdings stehen, dann kann das natürlich mit dem Wasser zusammenhängen. Komm, wir nehmen mal eine Probe. Wir gehen mal hier. Ja, ist ja egal. Komm, geh mal dahin. Ich bin da irgendwann mal in diese Toilette reingekommen, kann ich mich erinnern. So, dreh mal den Hahn auf. Genau. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Wasser. Genau. Und drehen den Hahn natürlich auch wieder zu. Genau. Nicht? Das ist auf jeden Fall besser. Ja, ratet mal, was uns jetzt wieder bevorsteht. Mixen. Ja. Trinken. Erstmal, genau, du hast natürlich völlig recht. Wir müssen das Zeug erstmal trinken. Nee. Doch. Dann nimmst du einen Schluck vom Wasser aus dem Wasserturm. Dein Magen gibt auf einmal seltsame Geräusche von sich. Deine kleinen Gedärme fangen an zu wimmern. Deine Därme fangen an, sich lautstark zu beschweren. Und ja, siehst du, jetzt geht er nämlich ins Klo. Ich wusste es doch. Bin da nämlich irgendwann rein. Ich habe mich jetzt gewundert, warum ich da nicht reinkomme. Hey, Junge, gedrängelt wird nicht. Irgendwer. Das sind Leute wie du, die Leute wie ihr was Schimpfnamen geben. Genau. Ist egal, ich muss da jetzt rein, sagt er. Okay. Ich habe die Ehre, Mr. Farkas. Wer war gerade am Gehen? Großes Ehrenwort. Nur noch eine Minute. Das ist schon in Ordnung, Billy. Du musst nicht aufstehen. Drück nur ein bisschen rüber. Okay. Also ich, immer Mr. Farkas, dringen Sie ruhig in meine Privatsphäre ein. Na los. Heftig, oder? Wenig später kommst du heraus und fühlst dich um einiges erleichtert. Okay. Donnerwetter, das Wasser hat eine echt teuflische Wirkung.
Absolut. Okay, gut. Dann sollten wir uns schon mal in Richtung Labor bewegen. Und kacken. Herrlich, wie die dort rumzappeln. Ja, ja. Was, da ist wo Madison, wo er auf tanzt, oder was? Was? Da ist wo dieser Madison auf tanzt, oder was? Bei der Frau kennt ihr Madison. Ja, das ist ein Tanz, ja. Da gehst du wie... Ah, ja, wollte ich schon sagen. Was ist denn genau? So. Okay, ihr Lieben, und ihr dürft uns dann wieder beim Giftmischen zugucken. Das allerdings, ich gehe nur schon mal. Sie können zurück. Ist gut, nun ich könnte wieder schauen in die gläschende Gesicht ihriges. Ja, ja, ich habe dich auch vermisst. Genau. Hm. Du benötigst, ja, wollte ich auch nicht so. Ich will nämlich noch da reingehen. Und hier auch noch reingehen. Ja, ihr Lieben, und was wir da zusammen mixen und ob es uns gelingt, das Wasser wieder sauber zu kriegen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran. Ciao. Servus, Nocha.